Okay, dann. Ja schon mal Maps gemacht. Tutorial, Campaign, Streamen. Frage mich, ob ich die Map-Dateien noch habe. Jetzt bist online. Aha. Du wirst so viel sehen. Eine graue, Ja. eine graue Fläche. Ah, Editor. Map Generator? Nee. Logical Editor. Na, fangen wir einfach von vorne an. So, ich kann jetzt ja einfach mal eine Map generieren lassen. Warte mal, wie groß soll die denn überhaupt sein? Also diese Map, die wir letztes Mal gespielt haben, ist 125 mal 125, ne? Wollen wir es einen größer machen, Ja, oder? oder 120 mal 120 war es, glaube ich. Ja, also es gibt kein Zwischen. Also die Auswahlmöglichkeiten sind 80 mal 80, 125 mal 125, 170 mal 170, 200 mal 200, 255 mal 255. Also, es war 125 mal 125. Okay. Ja. Ja, lass doch 200 mal 200 machen und dann ist nur halt ein bisschen Wasser mehr. Ich würde sagen 170 mal 170, weil, also wir wollen ja einen 2 mal 2, 2 gegen 2 wieder machen, ne? Ja, Nehme ich stimmt. mal an. Ich habe mal so eine 255er mal 255er gemacht und es ist halt ends langweilig, wenn du zu viel Platz hast und ewig Ja, dauert, okay. wenn du zum Gegner kommst. So. Und Ja, wir stimmt, haben das ja macht Sinn. 100, 125 mal 125 war eine 6-Spieler-Map. Ne? Und Wobei die war eigentlich schon das ganz war, genau, gut. das war schon ganz nett, ne? Halt war eigentlich genau die richtige Dauer bis zum Gegner, Ja. was wir ja so ein bisschen geforst haben, dadurch, dass es nur 4 Spieler sind. Ne? Und deswegen würde ich sagen, okay, ein größer, Richtig. aber dafür sind die ein bisschen weiter auseinander dann einfach, ne? Als bei der Map davor. So, Ja, okay. okay. Ich mach mal, ich stell mal hier, ich lass einfach mal ein. Mal kann ich das hier vielleicht auch zeigen irgendwie? Properties. Kartengenerator. Oh, das ist cool. Oder warte mal, kann ich das auch als Game zeigen? Das wäre nicht schlecht. Ah ja, hier. Also, Mensch sehe ich, glaube ich, nur Ja, dein. warte ganz kurz. Nur das Fenster, reine Ich Fenster. hab nur die Möglichkeiten mir angeguckt, was ich machen kann. Okay. Order. Move up. Position Center. So. Ach so, weil es da. Okay, warte kurz. Dann mach ich's doch mit Window. Kartengenerator. Capture Mouse Cursor. Guck mal, ob das funktioniert. Ah. Okay. Left Edge. Top. Okay, siehst du das? Ja, ne? Jo, jetzt sehe ich da was. Genau, das ist der Kartengenerator quasi. Okay. Das kann ich dann einfach mal häufiger nochmal ausführen lassen. Also, diese Größe. Also, wir machen erstmal nur eine einzige Insel, ne? Also ich glaube, dann kann ich Ja. das ganz groß machen. Strandgröße, das ist so wie viel Strand halt zwischen Land und Wasser ist quasi. Mal ein bisschen weniger. So. Berggröße und Berghöhe, das muss ich mir gleich erstmal nochmal angucken. Das ist
quasi wie die Felsen, wo die Erze drin sind, geregelt ist. So, weißt du? Ach so, ja. Felsen und Wasser, Seerosen, Wasserpflanzen, kleine Steine, Wald generieren, Gras generieren, Streuung, Blumen generieren, Startpunkte setzen, ne, das machen wir noch nicht. Fruchtbarkeit viel, Erzverkommen viel, Grafiksekt Standard, okay, machen wir hier nochmal so und dann machen wir erstmal eine Vorschau. Ah, ne, das sind zwei Inseln. Kannst du dir ja mal angucken? Ja, ich warte gerade. Okay. Das liegt halt dann random. Wobei das ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Wobei, nee. Macht keinen Sinn. Aber unten müssen wir erstmal Hafen sowas bauen und dann haben wir wieder den Deadlock, den du beschrieben hast. Genau. Es sei denn natürlich, wir sind auf unterschiedlichen Inseln. Und dann unser Gegner ist dann auf derselben. Ne? Ja, das könnte man auch machen, aber muss man nicht. So, ja. Es ist. Ja, solange man nicht handeln kann oder sowas, ist eigentlich so ziemlich egal, ne? Ja. Deswegen, also da finde ich eigentlich Siedler 3 und 4 ziemlich cool, weil da kann man theoretisch handeln. Ja. Land. Also das sind jetzt zwei Inseln. Das heißt, ich muss, glaube ich, das Land ein bisschen größer machen oder einfach einen anderen Seed benutzen. Was soll denn das? Schon wieder zwei Inseln. Ah, so, jetzt habe ich eine. Hat sogar eine lustige Form. So, und jetzt gucke ich dann immer, also das siehst du jetzt noch nicht, aber... Ah doch. Nee. Vielleicht sollte ich mal meinen Stream hier anmachen. Ah ja, okay. So sieht's dann aus, ja. Oh. Du hast jetzt wahrscheinlich meinen Twitch gesehen. Wobei das jetzt... Ja, okay, ist erstmal vier Spieler gespiegelt quasi. Ja, also ich meine, ich weiß ja nicht, ob du wirklich... Also ich könnte auch das Spiegeln ausmachen, wenn du willst. Aber es ist halt einfacher zu balancen. So, ne? Ja, klar. Okay. Warum geht eigentlich... Ja, auch lustig. Das geht eigentlich mein Twitch hier nicht. Irgendwie komisch. Muss ich mal im Firefox später machen. Ja, also findest du die Form erstmal so okay? Ist eigentlich ganz witzig. Ja. Oh, und quasi die Felsen sind am Ufer größtenteils, wie man sieht, ne? So, jetzt kann ich hier theoretisch noch hier die Berghöhe einstellen, sodass es ein bisschen weniger Felsen sind, weil die sind gerade wirklich ganz schön viel, glaube ich. Oder Berggröße, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich mache mal beides ein bisschen weniger. Nochmal Vorschau. Oh, ich habe den Seed geändert. Das war... Scheiße. Warum habe ich den Seed geändert? Ach nee, ich habe nicht den Seed geändert. Fuck. Ich hatte nur das Spiegeln ausgemacht. Na egal, jetzt habe ich... Muss ich nochmal neu machen hier. Das sieht ja auch witzig aus. Das ist cool. So. Guck dir das nochmal an hier. Oh, mit einem großen See in der Mitte. Ja, sieht eigentlich ganz witzig aus, ne? Ja. Aber mit Berghöhe und Berggröße kann man halt einstellen, erstmal wie bergig das allgemein ist und wo dann Felsen anfangen. Also die haben das, glaube ich, irgendwie so gemacht, dass du damit einstellen kannst, auf welcher Höhe die Felsen anfangen sozusagen. Also das ist schon so quasi ein bisschen realistisch, dass es sozusagen da bergig ist und ein Berg nach oben geht, da wo man dann auch die Bergwerke machen kann.
Ah ja, klar. Macht so rein logisch recht. Aber wenn ich jetzt einfach die Berghöhe hoch mache. Genau, dann hat man. Okay, dann hat man mehr Berg. Und wenn ich. Wenn ich die Berggröße ändere. Dann, okay, dann verändert sich allgemein, wie bergig das Land ist. Okay. Also wenn man das ganz hoch macht, ja, dann hat man einfach einen riesigen Berg. Ein Riesenberg. Genau. Ja. Und wenn man es ganz runter macht, dann hat man nur so ganz, ganz bisschen überall. Genau. Das ist aber doof. Das heißt so ein bisschen... Das ist ein bisschen viel. Ja. Scheint sich aber auch anders zu verändern, ne? Naja, also so allgemein, so dieses, wie die Berge verteilt sind, verändert sich dann immer, ja. Ja. Aber es ist nicht zufällig, es ist tatsächlich ja kalkuliert immer. Ja, Weil es schon relativ zufällig aussieht. Ja, ich kann ja jetzt. Ich kann ja einfach mal nur so ein bisschen verändern, dann siehst du, wie es sich verändert. Oh, da kam jetzt ein etwas größerer Sprung. Naja, okay. Also irgendwie errechnet halt. Es ist kein Random drin, es ist aber errechnet. Es kommt nur ein bisschen Random rüber halt. Also worauf ich immer gerne gucke, ist, dass nicht zu viele von diesen ganz kleinen Bergen sind, weil das bringt halt nichts so, ne? Aber genauso möchte man halt auch nicht einen riesigen Berg haben, so, dass man halt irgendwie, oder nicht zu viel Felsen, sag ich mal, oder nicht zu bergig, damit man auch mal bauen kann und so, ne? Ja, jupp. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Ein bisschen klein, ein bisschen groß. Hier vielleicht einfach ein bisschen höher mache. Ich glaube, das ist nicht schlecht. P mir mal den Seed. So. Ich kann ihn einfach mal speichern. Test. Wie findest du das? Oder soll ich noch irgendwas ändern? Du kannst ja mal so ausprobieren, also sieht schon nicht schlecht aus. Mach ich mal generieren. So, geht sogar verdammt schnell. So, dann mache ich das mal aus. Ja, schon ganz schön. Es muss nur dieses Fenster da auch vorweg. Oh, bei dir ist es noch an? Okay. Ja. Dann mache ich das da mal aus. Weil bei mir ist es gar nicht mehr da gewesen. Okay. Strange. Rohstoffverteilung von diesem großen Berg sieht echt interessant aus. Okay, ja. Also wir können das auch noch ändern, was ich wahrscheinlich vor allem bei den Kleinen noch machen werde. Nein, was davon ist denn Eisen? Iron. Also dieses, warte, ich kann mal ein bisschen reinzoomen. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, was das ist, aber... Also das... Okay. Das... Also dieses Graue, dieses Dunkle ist halt Kohle und direkt daneben ist immer Iron. Ja, ja. Also dieses, keine Ahnung, was für eine Farbe das ist. Auch so gelblich, aber halt nicht dieses knallige Gelb. Mehr so ockerfarben. Ja, ja, ja. Okay. Ja, gut, das ist ja schon mal nicht schlecht. Recht viel Gold. Nicht, aber...